Jo Leute, was geht? Bist du der Devil of Tanks? Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play World of Tanks. Und ja, hier bin ich wieder. Ich weiß, es waren zwei Tage Aussetzer da oder einer war das. Und ich habe keine Videos hochgeladen. Ich habe jetzt noch kein neues Mic. Es liegt damit zusammen, beziehungsweise hängt damit zusammen, weil ich arbeite und ich habe keine Zeit zum Supermarkt zu fahren, um mir denn ein Headset zu kaufen. Frühestens, wo ich es mir kaufen kann, ist am Freitag. Das ist dann halt morgen. Und mal hoffen, ob ich das dann kriegen kann. Ansonsten Samstag und ich hoffe, wenn es nicht an, also wenn es am Headset liegt, dann am Samstag habt ihr ein neues Headset und dann läuft alles. Weil ihr seht, wahrscheinlich bin ich wieder leise und laut und so weiter. Deswegen rede ich auch ganz normal, vielleicht nicht so laut und so weiter. Genau. Weitere Informationen. Diesmal geht es um WoT. Und zwar, ich habe bald einen bestimmten Panzer erforscht. Und zwar den TOC 2. Ich werde ihn fair erspielt haben. Ihr seht, mir fehlen noch zweimal diese Herausforderungen. Das ist genau die hier. Genau das ist sie. Genau das müsste sie sein. Genau. Und ihr seht, ich habe Bedingungen, genau, fünfmal muss ich Top, einmal ein Spieler der Top 10, also, ja, sei einer der besten 10 Spieler ihres Teams mit dem erhaltenen Erfahrung, genau, und das habe ich, das ist halt easy peasy, weil das schafft man halt locker nach 5 Matches. Ich werde jetzt weiter mit den drei Panzern spielen, die ihr hier unten seht, und mal sehen, ob ich da was Schönes, ja, rausholen kann. Vielleicht haben wir schon die ersten drei guten Matches und dann haben wir gleich, sind wir einer der Top 10 und dann noch zwei Matches und dann habe ich nur noch einmal zu spielen. Und das Geile ist, diese Herausforderung ist bis zum 1. November und bei mir steht es, das ist der 30.10.2014 und ja, Gott sei Dank ist noch der 31. da und am 1. November wird dann das halt aufhören mit dem wunderschönen Teil. Und ja, wisst ihr, was ich mache mit der Top 2? Ich werde sie verkaufen, denn ich brauche diesen Panzer nicht. Ehrlich nicht, Leute. Solche Panzer erspiele ich mir dann nur um gegen Geld. Und naja, vielleicht spiele ich schon ein, zwei Runden, zeige ich euch ein bisschen, aber ansonsten wird nicht viel passieren. Ich werde ihn dann gleich verkaufen, weil mir ist Kohle irgendwie wichtiger, weil ihr seht, ich habe 436.478 Erfahrungen auf dem Panzer und ich kann ihn ja sogar schon kaufen, aber da müsste ich schon Freierfahrung rein investieren und ich habe keine Lust darauf. Ich meine, ich habe ja fast schon, mir fehlen noch wie viel? 14.000, genau. Und dann habe ich auch schon den Neuner und der wird dann auch das Spielfeld verlassen mit einem Stern und wir werden dann zum Neuner rüber wechseln. Naja, viel geredet und wir legen los. Mal sehen, ob wir ein gutes Match haben. Ich weiß nicht. Mal sehen einfach. Ich versuche mal ein bisschen, ja, strategischer zu spielen, manchmal vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Mal sehen. Für Hintergrundgeräusche entschuldige ich mich schon jetzt mal. Wahrscheinlich wird das eh ein bisschen leise oder laut sein. Also, ich habe das Mic auf volle Pulle gestellt, damit ihr halt einfach alles hört. Aber ich meine halt nur, damit ihr mich gut hört. Aber ich habe keine Ahnung, wieso das eigentlich so ist, weil mein Mic irgendwie startet ganz gut. Und dann auf einmal, ja, sinkt es die Lautstärke automatisch. Ich habe nichts dagegen. Genau. Gestern wollte ich auch ein Part hochladen. Habe ich aufgenommen, habe gespielt, hat aber nicht funktioniert, weil irgendwie Fehler. Und es war dann schon 19:30 Uhr, weil es alles nicht geklappt hat. Und ich so, nö, mache ich nicht. Weil dann würde ich erst um 12 Uhr schlafen gehen und das ist schlecht für mich. Ich muss schon spätestens 10 ins Bettchen, wie so ein kleiner Junge. Und ich bin der Einzige, der nicht connected ist. Geil, wir laden noch, anscheinend. Mal hoffen, dass ich noch reinkomme in dieses wunderschöne Spiel. Ah, jetzt ladet es. Es hat schon begonnen. Ja, da habe ich ja schon einiges verpasst. Ich dachte, das Spiel hängt jetzt schon, aber das ist alles cool soweit. Naja, mal sehen. Gegner analysieren. Anal. Nein, Schatz. Eine krasse Art, die haben die. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen zu langsam, weil ich müsste eigentlich schon längst da oben sein. Hab ein bisschen gefailt. Passiert. Ist so. Ja, ich fahre hier definitiv nicht oben lang. Ich will nur hier runter. Weil da komme ich schneller darunter. So. Ja, Artillerie macht es nicht so schlimm für uns. Gut. Tut mir echt leid, wenn ihr mich nicht hört, beziehungsweise diese Teilabschnitte von mir hört. Ich will einfach nur, damit ihr seht, dass ich jetzt
wieder spiele. Also ich spiele die ganze Zeit eigentlich, aber ja, das Spiel will jetzt nicht so machen, wie ich will. Und da habe ich verfehlt. Ja, da schieße ich mal auf den Kollegen hier. Ich weiß, er wird auf mich schießen. Der ging nicht durch. Ja, da hat er eine krasse Panzerung. Oh, da muss ich aufpassen. Oh, der ist Kollege gleich down. Das gefällt mir schon. So, der ist down. Ja, ich habe zwei Schüsse kassiert. Das ist natürlich klar. Aber es ist mir lieber, so zu kassieren. Ui, da hat er kassiert. Schieße ich mal hier hin. Dann habe ich ein bisschen verschielt. Ist nicht so schlimm. Mir wird verziehen. Ich komme nicht durch. Leider. Der Tiger, der Löwe, nicht der Tiger. Der schießt mit HE, das ist natürlich was Tolles. Sehr schön. So. Okay. Hab gerade nicht verstanden, bei wem man sich bedankt, weil ich bin auch ein Objekt. Aber naja. Ignore und so. Gut, dann fahre ich mal auf den nächsten Kollegen. Das ist der IMX. Ich hoffe, ich kann ihn töten. Ansonsten bin ich schlecht. Ansonsten bin ich schlecht. Ansonsten komme ich nicht mal zum Gegner rüber. So, den haben wir genatzt. Dann verpisse ich mich mal. Aus dem Radar. Naja, da ist einer ein bisschen mad. Das ist natürlich nicht so okay, aber wir versuchen damit klarzukommen. So, von hinten kriege ich. Habe ich sehr eine gute Sicht auf diesen wunderschönen Niner. Aber ihr seht, jetzt markiere ich die Panzer. Ja gut, ihr wisst es nicht, aber im letzten Mal, dass ich versucht aufzunehmen, da hat mir das Spiel gesagt, nee, du wirst jetzt die Gegner nicht markieren können. Und das hat mich natürlich ein bisschen traurig gemacht. Aber naja, ich kann damit leben. Ich habe da schon sehr schwer gespielt, aber ich habe es überlebt. Das ist ja die Hauptsache. So, ich schau mal hier kurz, der ist down. Ich muss nur aufpassen, damit ich da überlebe. Also die Artillerie ist down, da können wir schon lockerer spielen. Da habe ich in die Erde geschossen, ist natürlich nicht so sexy. Der ist geplatzt, das ist sexy. So, 412 und sagt einer WTF. Ja, das ist Gaming, würde ich sagen. Das ist Random, meine ich, nicht Gaming. So, ein 7er. Aha. Ja, der kassiert erstmal, glaube ich, oder stimmt gleich, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich den Prozess, naja, kann ich leider nicht. Der E75 ist auch gleich down. Und wir haben schon, Alter, der Kollege hat 5 Kills gemacht, nicht schlecht. Der Gegner ist schon so gut wie down. Ja, da ist er. Ich hole mir noch ein paar Cap Points und dann war es das auch mit der ersten Runde. Also den 6. Kill geholt. Congratulations, würde ich sagen. So. 1270 Erfahrung, Duellant bin ich. Ja, bin ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin der 10. Das ist ja mal gut gegangen. Ich guck mal kurz, ob das so geklappt hat. Ja, hat einmal geklappt, das ist gut. Das war ja knapp. Da habe ich ja fast nicht in die Top 10 geschafft. Und das war ja schon peinlich ein bisschen. Nein, Scherz ist nicht. Das passiert halt nicht, ne? Naja, mal sehen. Nächstes Match mit dem T26. Ein neuer Matchchen. Das wird sicherlich interessant. Ich versuche mal weniger zu reden, damit ihr mehr vom Spiel bekommt. Ich werde mir danach die Aufnahme eh aufhören, aber aufhören, genau, anhören werde ich sie mir. Und mal sehen, ob sich da etwas gebessert hat. Ich meine, selbst wenn es ein bisschen kacke ist, lade ich es trotzdem hoch, weil ich will, dass ihr das ein bisschen seht. Weil es ist schon scheiße, weil dann bekomme ich etwas Besonderes und dann kommt ihr nicht mal mit und wisst nicht, was es ist. Und dann denkt ihr, oh, hat's gekauft. Weil mein Grundprinzip ist hier kein Gold zu nutzen. Ich spiele sogar mit dem FV215B 183 und schieße hier kein Gold. Das ist natürlich schon eine verwunderliche Frage, aber mache ich nicht. Weil dieses Risiko ist so groß, dass du dann daneben schießt mit dieser einen Goldmünze.
Sogar das Risiko des Danebenschießens ist höher als überhaupt zu treffen. Weil ich meine, treffen ist okay, aber du machst halt wenig Damage, aber irgendwann triffst du, aber sonst. Naja. Okay. Kann ich dir das schreiben? Ja, Slacks. Ich bin gespottet worden, oder? Ich hoffe, der Chaffee hat mich nicht gesehen. Naja, wieso sage ich das auch? Jetzt bin ich gleich tot. Das ist ein guter Start für mich mit dem Kollegen hier. Not liking this. Ich will einfach nur darüber fahren, da bin ich sicherer. Amorak vom Ferdinand. Ja, hatte ich heute schon, nicht heute, hatte ich gestern auch schon ein geiles Ding. IS-7, Gamorak vom Ferdinand. Ist alles klar. Game over und so. So, es sieht im Moment nicht so nice aus. Hallo? Kollege, du bist ein bisschen auf die Chance gefahren. So, ich bin noch nicht sicher. Weil er ist auf die Art der Wege. Das bin ich sicher. So, dann fahr er da sind. Deine Caps, das ist schon mal nice. Da ist ein Tortoise. Ein Tortoise ist da. Mal sehen, ob ich da Glück habe. Gegen die Tortoise, meine Katze ist gerade reingerannt, wie die Blöde. Ich rede extra leise, weil ich will einfach nicht so laut reden wegen dem Weg und so. Ich glaube, das stellt sich sogar um, wenn ich da ins Laut rede. Ziel erfasst. Ziel verloren. Meine Eltern verstehen natürlich nicht, weißt du, ich nehme auf, sie sehen es und haben trotzdem. Mann, das ist nicht so toll. Naja, passiert halt. Beziehungsweise ist so. Hashtag ist noch nicht. Wir sehen nichts. Gespannt von mir auch nichts. So wie die Tortoise ist da hochgekommen. Ja, 3-6. Ich kann nichts machen heute, das ist schon heftig hier. Ich weiß, Regen ist eh nicht mal da. Ich denke mir, wir können deine Liga da, das ist ja der Bordsieg der Liga. Nicht toll. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Ah, der macht mir 5 Damage. Ich glaube, der ist sogar Stock. Nein, ist er nicht. Ich habe sogar verschielt. Ist natürlich toll. Da hat der Teil auf mich verschielt, der Waffenträger. Und der hat irgendwie ins Loch geschossen. Ja, ich komme bei dem nicht so gut durch. Doch, komme ich durch sogar. Das war die Artillerie. Ich bin eh gleich tot, aber. So, jetzt stehe ich zumindest sicher. Naja, wegen der Arti nicht so, aber. Hier war ich ein bisschen sicher. Ja, der E75 hat mich einfach mal genatzt. Naja, wir lassen es mal dabei sein. Ist ja nicht so, als würde ich hier alles schaffen können. War auch ein Start, der nicht so erfolgreich war. Gut, wir beenden diese Runde dann mit dem, also die letzte Runde mit dem T30. Mal sehen, ob ich da mehr Glück habe. So. Ein bisschen mehr Damage verteilen. Habe auf dieser Map schon ewig nicht mehr gespielt. Und jetzt sagt mir das Spiel ja, viel Spaß. Und ich so, ja, gerne. Gerne, gerne. So, drei Artis, entschuldige mich nochmal, drei Noob-Artis, genauso wie beim Gegner. Und zwei sind sogar beim Gegner im Zug. Da weiß man, was richtige Noobs sind. Naja, zum Trollen sind die da. Viel Spaß, sollen die haben. So, KV4 nice Nick, was? Ja. Ein polnischer Name ist es. Oder ein tschechischer, weiß ich nicht. Aber irgendwo in dem Bereich, denke ich. So. Wichtig ist, dass die Kollegen hier richtig mitfahren, weil sonst ist es vorbei. Ja, auf diesem Panzer spiele ich gerade auf den Niner. Auf den WZ-120. Super Panzer eigentlich. Nur leider keine Gun Depression, aber das kann man ja bei den Russen genauso sehen. Die haben auch keine Gun Depression. Und der Panzer hat eine gute. Wie sage ich da nochmal? Ja, guten Damage. Durchschlag weiß ich nicht, aber guten Damage hat er definitiv.
Ihr seht, ich fahre einen ganz großen Bogen. Sicher ist sicher. Meine Kollegin wollte nicht weiterfahren. Oh, ich hätte so gelacht, hätte ich Amorak gegeben. Ja, den Turm, wie willst du den auszielen? Der Schuss geht immer in seinen, ja, in seinen Bogen. Ist natürlich nicht so prickelnd für mich. Wo ist er da kassiert? Ich glaube, der ist sogar nicht mal getroffen. Wäre doch zu schön gewesen, oder? Naja, zwei Schüsse vergeudet, das ist schon mal ein guter Start. Ich habe schon die Scout verloren. Naja, naja. Ja, unsere Basis ist nicht wirklich gedefft. Ihr seht ja, nicht so gut sieht aus. Oh, ich habe ihn doch vielleicht getroffen. Aber daran zweifle ich hart. Mal sehen, ob ich da doch getroffen habe. Am besten die würden einführen, wenn du dann triffst, dann kommt dann irgendwie so, ja, Volltreffer oder der ging durch oder keine Ahnung. Manchmal kommt's ja, wenn du gerade mitten im Schuss bist und der aus seinem Sichtfeld verschwindet, dann geht's aber öfters mal auch nicht. So, da sehe ich nur Häuser, Häuser, Häuser. Oh, Häuser. Das ist ein Objekt, den ich nicht sehe. Doch, ich sehe da was. Naja, ich sehe da was halbwegs. Das ist nicht so toll. Jetzt wurde ich unnötig gespottet. Unnötig. Die Atterrad geht mir hoffentlich nicht auf die Nerven. Der ist gleich tot. Das ist nicht so toll. So. Ja, Eltern reden gerne laut. Können nicht chillen oder so. Muss ja sein. Kann ich nichts dagegen machen. Nee, mir ist halt wichtig, dass die Aufnahme jetzt immerhin irgendwie irgendwas Gutes macht. Ansonsten bin ich traurig. Wieso? So, jetzt scheiß ich drauf. Ja, der Kollege ist geplatzt. Zwei, drei One-Shots haben. Wir haben drei ganze One-Shots. Und wir haben sie nicht mal genutzt. Wir haben schon drei Neuner verloren. Wie toll ist das denn? Wie toll ist das denn? Ja. Ob ich da hinfahren will, ist ja noch eine Frage. Denn da ist ja noch ein Petten. Oh, jetzt haben die einen gestorben, jetzt haben die einen verloren. Sie haben ja einen gestorben. Der Kollege fährt raus, schießt daneben. Was man also kennt, der brennt fast runter. So, ich sehe den Objekt 104, aber nur so lala. Oh, dem habe ich einen richtig guten Damage reingedrückt und der Jagdtiger hat nachgeholfen. Das ist doch super. Oh, dem Jagdtiger geht's schlecht. Das wird uns auch gleich gehen. Wenn ich da nicht sofort was mache. 3-6 ist nicht so eine tolle Zahl. Okay. Okay. Komm, Jagdtiger. Ich würde mich sehr freuen, wenn du aktiv. Jawohl. Wir müssen ihm die Nippel auszielen. Und der dann. Das ist auf Kette. Das heißt, er wurde eh gesehen. Ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Vielleicht kann ich aber irgendwie nachhelfen. Oh, das hat sich doch sogar gelohnt, das Nachhelfen. Die Nachhilfe zahlt sich aus. Ja, es ist natürlich scheiße wie eine Art hier, aber ich muss den Kollegen jetzt hin. Ja, zurück. Ich muss vorfahren. Der Jagdtiger müsste eigentlich spotten können. Das ist so eine. 4-8 ist nicht so eine gute Zahl. Das ist nicht gut. Ja, wir sind schon im 4 nachteilig und der Jagdtiger ist auch geplatzt.
aus Niederlage aus. Was war der Objekt? Wer denn sonst? Ja. Jetzt muss ich nachladen. Der Objekt wird natürlich schneller nachladen als ich, aber ich muss einfach versuchen zu überleben. So, ja, der Objekt will auf mich rauskommen. Soll er nur machen. Ja, schade. Ich dachte, ich könnte ihn noch tanken, aber hat nicht so geklappt, wie ich es gerne hätte. Naja, wir haben eh verloren. Mein Team hat es ein bisschen nicht so gut hinbekommen. Naja, schauen wir mal, ob der jetzt trifft. Der hat einen Treffer gelandet. Du bist ja ein richtig krasser Kerl. Naja. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.